Bleib mal ruhig sitzen, du bist schon wieder so zappelig. Die letzten Bewegungen, ne? Versprochen. Fuck! Alter, nein, klickt die Wange näher. Ja, oder ist ja das voll mit umgeflogen? Das wird doch nur wieder scheiße beim Aufmachen. Ist dir ja egal. Mir ist das egal. Ist dir ja wieder egal. Wie meine Tochter immer sagt dazu. Das ist mir egal. Hat sie von mir gelernt. Hm. So. Herrlich, was ist denn jetzt doch kein Bier für dich? Nur ein Gesundheitskaffee. Siehst du? Und mein Sohn sagt mittlerweile zu mir, schrei mich nicht immer an, Papa. Deswegen sagst du mir das immer. Und ist das dein Ernst? Auch das ist ein Spruch von dir? Das stimmt überhaupt nicht. Das ist ja wohl. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, sagst du immer. So, Freunde, aber nur, jetzt wenn hier. Ich Milch im Kaffee habe. Turbo-Sendung. Ich mit Bier und der Kollege verzichtet. Arschlecken. Na klar, trinke ich Bier. Herrje. Schönes Rödler aus vom Summerberg. Aus dem schönen Allgäu. Danke, Frau Hirsch. Los, komm. Ich habe Angst, das ist mir eben schon umgefallen. Ja, komm jetzt, mach nicht so ein Zinnober. Schlimm. Komm, geht. Geht, alles klar. Geht. Ah, ich andere Sachen. Und ich kriege ein gutes Postpilsner. Premium Algovia, was zur Hölle? Ja, super. Bekömmlich. Vorletzte Runde. Partisan. Bandvorstellung. Und wir gehen hier direkt in die Vollen. Mir ist aufgefallen, heute reden wir so ein bisschen über die abstrusesten Geschichten, die wir so bei uns spielen haben. Im Bündel. Und wir starten direkt mit einer für uns relativ abstrusen Geschichte, und zwar mit Rope Sect. Ja. Ob die sich gut auskennen mit allerlei Fadengewirr und Seilmachenschaften. Ja, die waren alle auf der Marineakademie, das sind nämlich Norddeutsche, habe ich mir sagen lassen. Das habe ich mir gedacht, nicht so ganz genau gewusst. Es ist nicht so einfach, über Ropesack zu Infos zu bekommen. Das stimmt allerdings, ja. Ich habe allerdings, das ist jetzt eine sehr persönliche Geschichte, mal Merch für die gemacht. Ja, auf dem Raging Death Date in da waren sie aber rausstehend, Alter. Im legendären wo Tufa sei, zu Neustadt an der Orla. Da waren die auf dem Raging Death Date, ja, letzte Band, quasi auch stimmungstechnischer Rausschmeißer. War passt, aber ja. Cool. War sehr cool. Und die Typen waren entspannt und fragten, ob sie ihre T-Shirts bei uns mitverkaufen können. Und da die keinen dabei hatten, der es verkauft hat, habe ich gesagt, ja, gib her, ich mach. Wie es immer so meine Art ist. Naja, es ist mal wieder nicht mein Steckenpferd, ne? Aber ich würde es jetzt mal so als gothic, angehaucht, post-punkigen Deathrock bezeichnen. Kannst du d'accord gehen damit? Mit diesem Schwung an Genres, die ich da gerade entgegengeschlönzt habe? Ja, ne, wenn man das irgendwie so beschreiben will, dann ist es... ist es so dahin, ja, ne? Sagen wir mal, die Stimmung bleibt ja im Keller, aber sie ist, und das finde ich sehr angenehm an der Nummer, sie ist zwar im Keller, aber sie ist jetzt nicht so, dass du nach dem Karton mit einem Rasierklingen kramst, sondern du flänzt vielleicht ein bisschen, aber trotzdem ist es auch schon wie ganz angenehm. Also es ist selten so, dass ich bei einer Sendung mit dir hier sitze und sage, bei einer Band würde mir so das Attribut eloquent irgendwo einfallen. So, das ist in dem Zusammenhang, wenn man über Musik redet, ja, natürlich jetzt ist schwierig, was weiß ich, ob die einen geraden Satz rausbringen oder nicht. Höchstwahrscheinlich kriegen sie einen geraden Satz raus. Es ist einfach so ausgeglichen und harmonisch und ja, aber man muss schon vorsichtig sein, so von der Stimmung her, die sollten auf jeden Fall keine Rasierklingen im Publikum verteilen. Das wäre schon hart an der Nummer dran. Also das,
Da ist nichts Helles in der Musik drin. Da ist von der Attitüde her ist das klar sehr gefällige Musik, aber das macht ja wahrscheinlich auch so dieses Besondere dieser Musikrichtung oder dieser Band halt aus, dass man ein gefälliges Songmaterial, was schon im Gothic-Rock-ähnlichen Bereich zu verorten ist, so einer ja, nihilistischen Attitüde. Also irgendwie so düsterer Herzschmerz trifft Beastmilk/Grave Pleasures. Ne? Das kann man sich jetzt Beastmilk haben damals schon viel Schlimmes angerichtet. Würde ich sagen. Als sie sich dann die ganzen Hardwurstler getraut haben zu sagen, dass das eigentlich Sisters of Mercy und Fields of the Neville eben auch so ganz wichtig war in der musikalischen Ausbildung. Das war nämlich, ich sag mal, vor 15 Jahren wärst du dafür in einigen Clubs. In den Szeneknast gegangen. Ja, wärst du da wieder rausgeflogen. Aber acht kannte ich. aber das ist ja in Ordnung. Und Robsect sind, bevor das hier irgendwie albern rüberkommt, musikalisch super, super stark. Haben meines Erachtens nach alles über Iron Bonehead Productions veröffentlicht, sind jetzt gerade super aktuell mit Album Nummer 2 am Start, haben aber auch noch so etliche EPs, sind recht veröffentlichungsfreudig, so lange gibt es die Jungs noch nicht. Ich würde so behaupten, so 16, 17 oder so gegründet. Kam die erste Veröffentlichung von denen nicht eher so 2013 raus? Nee, ich glaube, so alt ist es nicht. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil es ist mit der Datenlage ist es wirklich dünn. Vielleicht könnt ihr uns Dummies ja mal aufklären, was das angeht. Aber ich hätte gedacht, das war eher so von Richtung 2010 in der Bandgründung sprechen. Du bist bei 5 Jahren später. Wenigstens. Ja. Schauen wir mal. Okay! Und dann werden wir gleich mal ein bisschen klassischer für unsere Gefilde hier und nehmen die Düsternis und transportieren sie nach Schweden und reden über, wie der Herr neben mir wahrscheinlich sagen würde, Sacramentum. Nee, ich sag das Sacramentum. Sacramentum. Alter, ich habe mir so viele Helpern-Sendungen von dir reingezogen und ich denke jedes Mal, wenn ich das höre, wieso ist der Giersberg kommt das nicht rein? Irgendwie WWE-Kommentator geworden oder irgendwas? Wisst ihr nicht. Ja, keine Ahnung. Sacramentum betritt den Ring, Alter. In der blauen Ecke. Blau ist das richtige Stichwort, denn die gehören. Die saufen gern. Die gehören zu denjenigen schwedischen Black Metal Legenden, die vom legendären Label No Fashion Records stammen. 1996 wurde das Album von Sacramento veröffentlicht: Far Away from the Sun. Klassisches blaues Necrolord-Cover. Auch musikalisch ist es eine gute Mixtur aus Dissection und frühen Dark Funeral, genau da in der Mitte zu finden. Auch, und das ist halt auch diese Stärke oder dieses Weirde an dieser Musikszene, mit so unglaublich stark. Und wir reden auch da von Debütalbum, die haben zwar mit einer EP, Finis Malorum, 95 glaube ich, vorher gehabt, aber trotzdem waren die zu Debütalbumzeiten vom Songwriting her sowas von extrem stark da, absoluter Klassiker. Haben es dann zu Lebzeiten, bevor sie sich 2001 aufgelöst haben, noch 2 weitere Alben veröffentlicht, dann über Century Media Records. Wurde am Ende ein Stück weit trashiger, die ganze Geschichte, aber im Großen und Ganzen melodischer Black Death Metal, wie man da so schön sagt. Also ich hätte ja gesagt, gegen Ende vielleicht eine leichte Gutenberg-Annäherung, trotzdem meilenweit davon entfernt, was weiß ich, In Flames und irgendwas oder At the Gates um die Zeit fabriziert haben. Immer noch düster. Die Frage ist, wenn die nicht vom Fenster weg gewesen wären, weil sie ja nur eine gute 18 Jahre waren, ne? Und war das der Reunion-Gig, den sie damals auf Netherlands Deathfest gespielt haben, oder...
weiß es gar nicht. Auf jeden Fall standen sie da, glaube ich, als Headliner oben drauf. Und das war so eine gewisse Kultnummer, die sind jetzt wieder zurück. Ich glaube, zuallererst war Maryland Deathfest dran. Okay, irgendein Deathfest war es auf jeden Fall. Ich, am Ende gehört das ja alles zusammen. Da war schon eine Reunion gewesen. Sacramento haben sich folgerichtig und zum richtigen Zeitpunkt aufgelöst, weil die sind damals schon im musikalisches, ja, sie sind einfach austauschbar geworden und waren nicht mehr so sonderlich wichtig für die Szene, haben damals echt einen Anschluss verpasst gehabt. Und dann ist es auch ein Stück weit Hype, wenn man sich zurückentwickelt, und deswegen konzentriert sich die Band ja auch definitiv so auf die Frühphase ihrer Diskografie. Weil man halt weiß, dass Far Away from the Sun echt so ein Klassiker des Schweden, melodischen Schweden Black Metals ist. Hm. Das Coole ist, dass dass die Reunion eigentlich im Original-Liner war, sprich die drei Protagonisten Nisse Carleen, Anders Brolicke und Niklas Terror Rudolfsson haben sich wieder zusammengerauft gehabt. Der gute Herr Rudolfsson, Rudolfsson war super aktiv immer gewesen. Der hat ja damals schon parallel extrem viele Bands gehabt, wie unter anderem Rune Magic, aber auch Deathwish und tausend andere Geschichten, war da überall aktiv. Und hat die erste Zeit der Reunion-Geschichten mitgemacht, ist dann aber ausgestiegen. Ob er sich nur auf Rune Magic und seine 20 anderen Projekte gleichzeitig konzentrieren will, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist bei Sacramento dann dieser Tobias Kellgren eingestiegen, der in der letzten regulären Phase von Dissection Drummer war, nachdem der... Also bevor, sag ich mal, der Knastaufenthalt vom Herrn Nettweit da zur ersten Bandaufgabe gezwungen hat, ja. Und das ist ein cooler Typ, musikalisch passt er wie die Sau, wie gesagt, er hat ja auch Touren gespielt mit der Section und dann mit einigen anderen Bands danach. Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Oh. Naja, auch noch eine Band gehabt, die in eine ähnliche Kerbe getreten ist, die da auch bei Blast waren, nach zwei Alben gemacht war. Wie eine klassische Fortsetzung von Dissection, ist aber auch nicht so richtig. Soul Reaper, genau, die haben sich nämlich nach einem Song von Dissection benannt gehabt. Da war der aktiv gewesen, aber das ist dann auch alles so hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst. Der ist da auf jeden Fall jetzt dabei und bis dato haben Sacramento auch noch nichts veröffentlicht. Ich bin mir nicht sicher, ob sie irgendwann sich erweichen lassen. Wer weiß. Hey, ich weiß nicht, ob das nicht cooler ist, auch für die Band cooler ist, wenn sie sich so, blöd gesagt, ein bisschen auf ihren alten Lorbeeren ausruhen. Ja, du weißt, da kann man auch schnell viel kaputt machen. Ja, die Angst habe ich da auch. Die oberaktivsten sind sie sowieso nicht, die Umtriebigkeit angeht, also ob da jemals wieder irgendwie eine Tour geschieht oder irgendwas in einem regulären Rahmen, das wage ich eher zu bezweifeln. Und dementsprechend ist es in dem Bandalter und in dem Menschenalter dann vielleicht auch einfach nicht verkehrt, sich auf seinem musikalischen Machwerk so ein bisschen zur Ruhe zu setzen und ein paar coole Festivalauftritte und ein paar geile Gigs halt mitzunehmen und da ein bisschen das Gedenken hochzuhalten. Statt dass man dann halt sagt, okay, in einem absolut übersättigten Markt schmeiße ich jetzt sowas raus, was sowieso den Kultfaktor von damals halt nicht gerecht wird. Ne? Wahrscheinlich nicht. Nee. Nee, wahrscheinlich nicht. Und so bleibt es was Besonderes. Ist ja nicht so, dass sie jetzt an jeder Steckdose spielen, sondern das sind ausgewählt vielleicht 2 bis 3 Gigs pro Jahr. So in dem Rahmen. Apropos besonderer Rahmen. Und eine Band, die Sacramento wie Jungspunde dastehen lässt. Sadus aus Kalifornien. Wusste ich bis vorhin nicht. Habe ich aber gelesen, dass der Bandname
ich nie so drüber nachgedacht habe, dem Dune-Universum entsprungen ist und das noch weit vor Verfilmung, selbst vor Videospiel, vor Geschichten, obwohl, ja, ne, doch, 85 war noch kein Dune als Videospiel draußen, das glaube ich nicht. Das war ja Ende 80er. Ja, wie auch immer. Ja, Sadus aus einer der legendären US Thrash Metal. Siehst du, da war es wieder. Thrash Metal. Mhm. Entschuldigung. Das ist in Ordnung. Ja. Ja. Die lange sind Zeit, zurück. Lange Zeit die Spielwiese eines gewissen Steve DiGiorgio. War auch seine, war ja, ja, der hat wirklich lange dran festgehalten, da DiGiorgio. Ist aber mittlerweile mit Testament und den ganzen Touren aus dem Death to All-Umfeld, wo er ja eigentlich auch immer dabei ist. Er ist ja eigentlich so der, neben dem Sänger, dem Michael, ich will immer Michael Phelps sagen. Der ist aber eigentlich. Nee, also nicht der Sänger, also du meinst schon den, der ein bisschen aussieht wie so Chuck Schuldiner, das kleine, ja, Bruder. Ja, Phelps heißt er aber. Max Phelps. Ich glaube, der ist Max Phelps. Michael Phelps war der Schwimmer. Ah. Dieser legendäre Schwimmer. Wenn das sein Stil gerade war, okay. Der hat alle Stile gekonnt. Ist auch ein kleiner Genre-Ausreißer, denn so viele technisch angehauchte Thrash-Metal-Bands haben wir nicht auf diesem Festival. Und generell, ja, wir haben es ja schon mal erörtert, eher ein unverbreitetes Genre heutzutage, wo zwei Welten aufeinandertreffen, die jetzt im ersten Moment nicht so viel miteinander zu tun haben, genießen die schon einen ziemlich krassen Kultstatus. Und im Gegensatz zu Sacramentum haben sie ja den Schritt gewagt und mit The Shadow Inside 2023 da auch ein gut, eigentlich ziemlich gut angenommenes Album gut rausgebracht mehr haben. Gut. Wo du sagen musst, krass, die alten Herren können es noch. Ja, so richtig sogar. Das ist ein bockstarkes Album, das ich irgendwo in der vom Härtegrad und von Songs her für mich so in der Phase zwischen zweiten und dritten Album eingliedern würde, stilistisch gesehen. Für mich wieder ein Stück weit cooler als Out for Blood, was um die 2010er rum ausgekommen sein muss. Ich bin muss ja immer in Sorge, du merkst das schon, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ist ja aber richtig. In Weimar nicht in Sorge. Ja, und nein, das ist wirklich cool. Ist von langer Hand halt auch angekündigt gewesen. Ich verfolge ja über die Social Media Kanäle den Sänger und Gitarristen Darren Travis. Und der ist ein cooler Dude. Und der hat schon wenigstens zwei, drei Jahre hat er mal durchblicken lassen, dass es neues Material gibt. Was zusammen mit dem auch ewigen und Urtrommler, die zwei sind ja immer noch aktiv dabei. John Allen, der auch bei Testament und etlichen anderen Geschichten zwischenzeitlich getrommelt hat, quasi als Duo am Leben erhält. So richtig weiß ich nichts über den Rest des Line-Up. Ich weiß nicht, wer da noch mitspielt live am Bass. Wir werden schon jemanden finden, der das kann. Ja, ansonsten kann man zu Sadus, muss man sagen, die haben zum einen schon mal Partisan gespielt, das ist etliche Jahre her. Ja. Ist aber war ein sehr, sehr cooler Auftritt. Können das ziemlich genau 10 Jahre sein? Nee, war das 2000? Das ist Robert Berger noch. Sicher? So, ja. Aber ich habe es auf jeden Fall auf DVD. Und wenn ich es auf DVD habe, ist es auf jeden Fall in Bad Berger gewesen. Ja. Whatever. Ende der 80er waren Sadus vielleicht die coolste Thrash-Metal-Band, die man sich aus den Staaten so ausmalen konnte. Und das meine ich mit vollem Ernst, auch wenn da Konsorten à la Slayer und Metallica und wer weiß was und Anthrax da waren. Sadus waren mit dem Debütalbum für mich besser. Unglaublich aggressiver, wahnsinnig hektischer, Adrenalin ausströmender Thrash Metal, wie man ihn besser und extremer nicht machen kann. Das 1987er Demo von der Band DTP ist für mich immer noch das beste Thrash Metal Demo, das jemals komponiert wurde und mit meiner Meinung nach auch, das ist aber nur ich, auch das brutalste, was im Thrash Metal je gemacht wurde.
Das ist so extrem und überdreht und einfach nur Killer. Von daher, das muss gut werden. Das wird gut. Die sind auch immer noch, wir reden ja hier von einer Band, die dann 40 Jahre auf dem Buckel hat bald. Die sehen noch richtig gut aus. Der Darren Travis, der hat immer noch, der hat immer noch Adrenalin. Und sympathische Typen auf jeden Fall. Das kann ich jetzt nun nicht. Ich kann das sagen, denn ich kommuniziere ja jetzt schon mit denen. Was sie nicht hinkriegen, ist ihre scheiß Flüge endlich mal zu buchen. Wenn ihr das hier seht, macht mal euer Jungs. Aber ansonsten sehr freundlich. Und ja, bodenständig. Würde man sich öfter wünschen. Apropos bodenständig. Das hat mit Jamash überhaupt nichts zu tun. Wie kann man so viel Gefühl so wunderbar in ein Black Metal Korsett irgendwie packen und das dann trotzdem links, rechts, oben, unten irgendwo raussprudeln zu lassen? Also es gibt ja nicht viel so eine avantgardistischen Nummern, denen ich irgendwie was abgewinnen kann, wobei das ja auch nicht überdreht ist, sondern das ist ja, ich will nicht sagen easy listening, aber es fließt halt unglaublich geil, ohne dass es irgendwie zu hart in irgendeine Richtung weggeht. Aber diese Mischung aus, naja, teilweise recht langen Songs mit so einer hypnotisch repetitiven Wirkung und wo halt mal nicht drüber gekeift wird, sondern wo ja fast schon wunderschöner Singsang dazu angestimmt wird, das ist ja ein kleines Liebesbekenntnis, was mir hier gerade über die Lippen kommt. Ich merke das schon. Habe ich bis jetzt auch nur einmal live gesehen, da waren wir doch zusammen dort, oder? Ja, Nagelfahr, Shamash und Anomalie damals. Da habe ich es auf jeden Fall damals gesehen. Ich habe es aber auch schon mehrfach gesehen. Ja. Man weiß ja immer wirklich, nicht so genau. Wirklich eine schöne Nummer. Die waren auch einer der ersten, die sich schon in Roben verhüllt haben, als das noch nicht um sich gegriffen hat. Das stimmt. Das wird ja dies auch so ein bisschen fast inflationär, was an Roben auf die Bühne geschmissen wird. Aber so ist es halt, ja. Das ist der Zahn der Zeit. Ja, ja, ich merke das schon. Shamash haben, die gibt es schon recht lang. Die haben schon fast 15 Jahre und sind Schweizer. Ist ja auch nicht ganz normal, sag ich mal. Die haben wirklich dieser, avantgardistisch ist das schon. Wobei es musikalisch schon relativ klassisch gehalten ist. Vertrackt. Aber das muss ja, deswegen muss man da noch nicht zwingend avantgardistisch in den Vordergrund stellen. Also geht schon gut rein. Es ist natürlich ambitionierter Kram, der halt auch ein bisschen fordert. Das merkt man schon allein in der ganzen Art und Weise, wie Artworks und das ganze Produkt durchgestellt. Es ist schon sehr, sehr beeindruckend. Für mich so ein bisschen schwierig ist, dass die Jungs eigentlich, also auch wenn sie das Debüt auf einem kleinen Label mal ursprünglich veröffentlicht haben, aber ansonsten sind die eigentlich, es trägt seit 2014 bei Prosthetic Records unter Vertrag. Das zum einen ist dieses Ami-Label nicht großartig dafür bekannt, Black Metal-Sachen zu veröffentlichen und dann halt auch noch gar nichts unbedingt aus Europa, was manchmal glaube ich, das auch ein bisschen schwer macht, Tonträger in Europa zu besorgen, weil das ist eigentlich schwierig. Ja, so, das ist eigentlich, wenn so gesehen zu 100% One Records, wenn, ja, du das, wenn du das irgendwie miteinander in Verbindung bringen würdest, weil Prosthetic ja, keine Ahnung, eher so, ich sag mal, eine straightforward Label ist, was sowas angeht, und für künstlerischen Firlefanz normalerweise eher weniger bekannt ist, ist das eine seltsame Konstellation. Da gebe also ich das recht. Die ist ein bisschen außergewöhnlich. Herr Gott, das hat der Band ja nicht geschadet. Die scheinen ja auch wirklich viel zu machen, weil die touren viel, die spielen wirklich ordentlich und das merkt man denen auch an. Ich persönlich habe das Debütalbum habe ich ein bisschen komplett verpasst gehabt und ich muss gestehen, dass die letzten zwei Sachen mich auch nicht so richtig mitgenommen haben. Aber ich weiß, dass das 2014er Doppelalbum Contradiction und das 2016er Triangle
absolute Meisterwerke waren. Dieses Triangle, kann ich mich noch genau erinnern, das war so eine Pappschuberhülle, wo drei CDs drin sind. Und das musst du auch mal schaffen. Das war das Label zu finden, dass eine 3-CD-Box, das allein an Herstellungskosten mit Sicherheit nicht ganz ohne ist, zu veröffentlichen. Das zeigt schon, dass die Jungs da halt wirklich viel, viel drüber nachdenken und ein komplettes Produkt präsentieren. Von daher gehe ich auch davon aus, dass das eine fantastische Live-Show sein wird. Muss eigentlich funktionieren. Die Jungs haben ja wirklich genügend Live-Erfahrung. Und so, pass auf, ich mache jetzt hier nochmal einen Neustart. Ja. Und dann haben wir noch exakt 20 Minuten Zeit. Neustart Ola ist gar nicht mehr so schlecht. Das werde ich dieses Jahr auf dem KST Sense dem einen oder anderen dort mal um die Ohren hauen. Ihr Vögel. Naja, folgendermaßen. Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich viel zu unserem dritten und einzig noch nicht vorgestellten Headliner Sodom sagen müssen. Ja. Denn wir haben dieser Band hier schon ein Video komplett mal gewidmet. Da habt ihr ja auch, und diese Rückfrage gab es auch schon. Es gab ja eine Abstimmung, die Band hat sich ja bereit erklärt, sozusagen eine Setlist nach euren Wünschen zu spielen. Der nette Herr hier zu meiner Linken hat dann eure Wünsche kollektiviert und so an die Band weitergegeben. Oder zumindest hast du es Jörg geschickt und der hat es im Suff dann wahrscheinlich irgendwo fallen lassen. Ich habe sie verwechselt und an Jorks. Genau. Und ich weiß nicht, ob wir hier dieser Ruhrpott-Assi-Legende hier noch irgendwas sagen müssen. Höchstwahrscheinlich eher nicht. Nee, also nichts, was nicht schon tausendmal an verschiedenster Stelle gesagt wurde. Ich glaube, die Jungs haben super Bock auf die Show. Unter anderem deswegen ja diese coole Partisan-Setlist. Ob die jetzt nochmal vorab veröffentlichen oder nicht, ich werde nachfragen an dieser Stelle. Ja. Das Thema hatten wir vor ein paar Wochen schon mal, das hat sich leider im Sande verlaufen, weil es diese Rückfrage auch gab. Ich kann sie ehrlich gesagt nicht sagen. Ich kann aber vielleicht noch wenigstens erwähnen, aber das hat mit der Band gar nicht so sehr gesehen. Das hat mich aber total glücklich gemacht. Und das zeigt auch, dass es wahrscheinlich, dass es bei so einem halt echt so ein Ding ist. Gell? Wir haben ziemlich genau 100 Setlists bekommen und ausgezählt komme ich auf 189 verschiedene Songs, die ins Voting gegangen sind. Und das ist schon eine enorme Anzahl und zeigt halt auch wirklich, wie divers und wie viel die veröffentlicht haben und dass es halt auch anscheinend unter allen Leuten gibt, die aus jeder Phase und auch von jedem Album und halt auch mal viele coole B-Seiten als absolute Favoriten bei der Band haben. Was ich 42 Jahre Bandhistorie. Ja, ne? ja. Da wurden reichlich Backstage-Kinder gezeigt in dieser Zeit. Also ich denke mal, die Band hat offensichtlich Bock drauf. Ihr Samstagabend müsst ein bisschen zusammenreisen, gell? Ich am Riemen. Hat man auch schon 3 Tage Festival. Für manche schon 4 Tage Festival in Knochen. Das ist dann auch nicht ganz ohne. Wir werden ja alle nicht jünger, aber ich schon. So, damit kommen wir zu einer der ungewöhnlichsten Erfolgsgeschichten, die wir auf diesem Festival verzeichnen können. Und zwar reden wir über unsere isländischen Freunde von Sölstafir. Die inzwischen schon zum 5. Mal bei uns auflaufen und die von außen betrachtet, zumindest wenn man ihre Anfangszeit vielleicht wegradieren würde oder außer Acht lässt, für einen Außenstehenden gar nicht mal so krass aufs Partisan wahrscheinlich passen würden.
weil die jetzt alles andere sind als irgendeine straightforwardige Death oder in ihrem Fall halt früher mal Black Metal Band. Das ist Künstlerscheiße hoch 10, aber inzwischen auch eine der weiterhin musst du ja sagen, und wir sehen jetzt ja auch schon seit langer, langer Zeit, angesagtesten und gefeiertsten Bands aus ihrem Heimatland und dieser Genreglocke, die wir hier irgendwo oben aufsetzen müssen. Und es ist ja noch nicht so lange her, dass sie jetzt eine neue Single veröffentlicht hatten, wo ich sagen muss, so einen kleinen Begeisterungssturm hatte, ob der Tatsache, wie wenig vertrackt und wie heavy das für ihre Verhältnisse wieder war. Ich hatte ja beim letzten Auftritt schon das Gefühl, oha, also es mag daran liegen, dass sie wissen, dass sie auf dem Partisan spielen, das wissen sie sehr genau, das sind ja auch alles, das sind ja absolute Nerds, die Typen, und die wissen, wo sie herkommen, und ich hatte... Island augenscheinlich. Ja, ja, und hatte beim letzten Auftritt schon das Gefühl, dass die Jungs wieder in der Live-Darbietung deutlich rabiater werden. Und ja, ich will jetzt gar noch nicht so sehr auf das neue Album hinschließen, weil der Vorab-Song war schon ein Song, der ja, so richtig Black Metal waren sie ja nie, und so richtig Black Metal ist das auch nicht, auch wenn es durchaus artverwandt ist und so eine Art Blastbeat hat. Es hat wieder diese schwebende Härte, dieses fließende von der Masterpiece of Bitterness. Das ist wirklich eine coole Geschichte. Die Band ist super, super eigen. Und ich glaube, es gibt auch keine Band, die in der Häufigkeit auf dem Partisan gespielt hat, wo man halt aber auch jedes Mal, also ich für mich, so die gesagt hat, hey, funktioniert das eigentlich so richtig? Also ich habe beim ersten Mal, weiß ich es noch genau, und habe gesagt, das kann doch nicht funktionieren auf dem Partisan. Und da spricht so viel dagegen. Damals war das ja noch ein Stück weit... ein ganzes Stück weit kleiner. Ja, und halt auch ein bisschen engstirniger. Und da war sonst dafür noch ein bisschen mehr rausgestochen als jetzt, wo man das halt ja so halt weiß, was passiert. Aber es hat immer unglaublich funktioniert. Und von daher sehe ich da auch keine Probleme oder habe ich keine Bedenken mehr. Ich glaube, das haut gerade hin mit dieser... vielleicht einen neuen, diesen Zahn, den sie selber so gezogen haben, wo sie sagen, okay, jetzt zweiter Frühling, kann so eine Band einen zweiten Frühling haben, wo du sagst, ach, jetzt der erste schon. Frühling hat er für die noch nicht mal so richtig aufgehört, das müsste ich ja sagen. Ne? Also, das war er hat keine langen Haare mehr. Das war der erste Kontakt in meinem ganzen Leben, den ich jemals mit einem Isländer hatte. Das war bei meinem... Darf ich mal eine Frage nicht sagen, da dreh ich durch. Bei meinem ersten Partisan, wo ich mitgearbeitet habe, 2009 haben die, glaube ich, gespielt. Da muss ja an der Stelle, 2010 waren sie nicht da. Und da war der komplett hackedicht im Backstage-Piss-Container neben mir am Pissbecken. Und dann hat er so rübergeäugt und ich habe gedacht, Alter, was will denn der in meinem jugendlichen Leichtsinn? Jetzt nicht. Und dann hat er gesagt, you're working here. Und ich so, ja. Cool, man, keep it up. Und das war unser Gespräch. Ist mir in Erinnerung geblieben. So, mit rot bezöpft, naja, wie er halt die ganzen Jahre rumgelaufen ist. Weg sind sie. Ja, und damit bleiben wir schön geistig und reden mal über Stillbirth. So, und Stillbirth ist eine Nummer, so stumpf wie das auf den einen oder anderen wirken kann, der sich nicht mit der Band befasst hat und sagt, ne, da geht es ja die ganze Zeit nur um Gras und Surfbretter und was soll da noch irgendwie passieren und bla bla. Was die für einen musikalischen Qualitätswandel hingelegt haben, und die gibt es auch schon seit 99, ne? Die sehen zwar jungs aus, aber eigentlich sind das auch schon Säcke. Das ist bemerkenswert. Ich weiß noch, ich hatte diese Global Error, hatte ich mal von irgendjemandem in der Hand gedrückt bekommen und habe mir die reingehört. Und das war ja so ziemlich
so gesehen jetzt Hälfte der Diskografie, das war glaube ich das dritte oder das vierte Album, da habe ich gedacht, oh Alter, was ist das für eine Scheiße. Das hat sowas von nicht gezündet, das hat von vorne bis hinten nicht gepasst. Ich glaube, da war auch ein Rap-Part drauf, der, ich weiß nicht, was das war. Und dann haben die mehr oder minder ihr ganzes Konzept, Bandkonzept so über den Haufen geworfen, sind zu dieser Schwimmshort- und Surfbrett Brutal Death Slam Geschichte geworden, die sie halt jetzt sind, haben sich musikalisch super gestrafft und auch Songwriting technisch ist da so einiges passiert und inzwischen ist das im deutschen Sektor fallen mir da, wenn wir jetzt nicht sagen, irgendwie gehen jetzt in den technischen Bereich oder irgendwas, fällt mir da niemand ein, der da nur mal annähernd auch nur das Wasser reichen könnte. Und zwar in allen Belangen, was das Optische angeht, was die Attitüde angeht, was die Mucke angeht, was vor allem auch die Live-Shows angeht. Also viele von euch konnten es ja schon denken. Wir haben ja vor kurzem jetzt erst die Tagesaufteilung veröffentlicht. Die werden den Freitag bei uns eröffnen. Und das ist ja traditionellerweise immer eine Band, wo ein bisschen Party dann geht. Und ich habe die zuletzt gesehen, waren sie ja Support bei Cataclysm und Flash God Apocalypse und die Menge an aufblasbaren Palmen und Bongs, die da durchs Publikum gingen, das sieht man nicht alle Tage. Das ist krass, was da passiert. Muss man auch mal einfach so lobend erwähnen. Mag auf den ersten Blick ein bisschen stumpf wirken, aber nicht umsonst haben wir hier eine Klobrille von denen auf Arbeit. Im Einsatz. Im Einsatz. Häufiger. ja, die musikalische Entwicklung dieser Band ist wirklich beeindruckend, weil bei mir war es sogar noch früher, dass ich eine CD von denen in Hand bekam. Ich bin mir nicht ganz sicher, aus welcher Hand die zu mir geraten ist, aber das war das zweite Album, Plakative Aggression, und es war nicht gut. Das wissen die Jungs bestimmt auch selber mittlerweile. Das sah noch nach nichts aus, das hatte noch relativ wenig, klar, das hatte offensichtlich Humor, den die Band zum Glück nie verloren hat, aber es fehlte halt an allen Ecken und Enden und vor allen Dingen an Qualität. Das hat sich ja nun wirklich wahnsinnig, also nicht umsonst in dieser musikalischen Region bei einem der absoluten weltweiten Branchenriesen gelandet, bei Unique Leader Records, und haben dort wenigstens 3 Alben veröffentlicht und noch eine EP. Wobei das letzte Album Homo Deus vom letzten Jahr, glaube ich, in Eigenregie veröffentlicht wurde. Ich bin nicht 1000%ig sicher, aber ich glaube nicht mehr bei Unique Leader, und ich habe es auch irgendwie anders bekommen. Aber wie auch immer, die musikalische Entwicklung ist wirklich beeindruckend. Die sind spieltechnisch und auch von der Art und Weise, und da ist das ja mir immer so ein bisschen so eine Endzeit-Flair, was sie vielleicht so ein bisschen sogar mit Zytotoxin verbindet. Nur nicht so nuklear, sondern mehr so Fallout-mäßig Endzeit-Fun Slam-Apokalypsen-Kram. Da ist, ja, so steht es bei Wikipedia. Ist es so? Nee, aber jetzt. Jetzt steht es dort. Ich sorge dafür, dass es jetzt dort steht. Jetzt schreiben wir das so rein. Und da ist das. Da hat sich das erledigt. Ja, coole Dudes. Ich habe es ja über dich zumindest zeitlich kennenlernen dürfen. Die sind genauso irre auf der Bühne wie neben der Bühne. Was ja auch schon was heißt. Da ist auch echt energiegeladen und ein Arbeitsviecher, das muss man mal so sagen. Ne? Da merkt man wieder, dass eine Leistungsattitüde und Graskonsum trotzdem Hand in Hand gehen können. So, naja, und damit hier, wir müssen uns hier auch mal ein bisschen ranhalten, 6 Minuten haben wir noch. Kommen wir zu unserer letzten Bande für heute, und das ist inzwischen ja in dem Bereich auch einer der größten Exporte, die wir überhaupt in Deutschland haben. Ist ein Phänomen, ja. Wenn wir über so vor Ehen reden. Müssen wir. Und das ist wirklich, wirklich eine Geschichte. Die haben wir, glaube ich, in diesem Sendekonzept auch schon an verschiedenster Stelle besprochen gehabt, was schon zeigt, wie ekelhaft relevant die Jungs sind.
Und wer hätte das gedacht? 2010 gegründet. Ich glaube, das war anfangs noch tituliert ein Side-Projekt aus dem Hause December Flower. Mhm. Und es hat relativ, also eigentlich sogar sehr schnell ein Eigengewicht gewonnen. Und man hat bei den mittlerweile 4 Alben hat man, was auch nicht normal ist, von Album zu Album das Gefühl, dass diese Band weiter explodiert. Und ohne auch nur im Ansatz Haftung an Underground zu verlieren. Das ist so eine schwierige Geschichte. Das kannst du gar nicht versuchen, konzeptionell zu machen. Also die Band hat nichts verloren an Relevanz für den Underground. Die haben niemanden verprellt in all der Zeit und finden konstant neue Leute und sind trotzdem super heiß im Gespräch seit mittlerweile 10 Jahren plus. Und scheinen niemanden irgendwie zu nerven oder eine Abnutzung zu generieren, wo du sagst, naja, irgendwann muss da der Punkt kommen, wo du sagst, naja, hast du dich vielleicht mal ein bisschen satt gehört oder salvoieren hier, salvoieren da und reicht's nicht langsam mit dem Geld? Nee, reicht mir nicht, selbst bei mir. Und ich bin da eigentlich nicht an dem Punkt, dass ich sage, okay, die Band von Anfang bis heute miterlebt so und immer relativ nah dran und das musikalische, aber trotzdem ist das letzte Album mein Album des Jahres gewesen, weil es beeindruckt, wie die Band nicht nur bei dem ganzen eventuellen Hype und Gerede um die Band halt das ganze musikalische unglaublich mitnimmt und das ist nicht normal und das kann man nicht hoch genug bewerben und Die sind auch schrecklich down to earth. Weiterhin so. Die haben nie irgendwie versucht, davon zu partizipieren oder irgendwas zu erreichen, was nicht so in ihrem Geschichten sind, sondern das ist einfach cool. Das wirkt alles super ehrlich und super sehr ehrlich, sehr authentisch. Die spielen ja auch nicht wahnsinnig viel. Ich glaube, generell waren die bisher auch nur einmal auf Tour. Ja, wenn dann so mehr so Weekender-Geschichten, so selbstorganisiert auch, sowas. Ja, wenn überhaupt, da normalerweise, also es sind ja viele Bands da draußen, die halt sagen, ah geil, wir haben eine Anfrage gekriegt, ah geil, die Gage stimmt, jawohl, das machen wir. Bei so Ehen weiß ich, dass das nicht der Fall ist und dass die halt eher so von der Art und Weise rangehen, ist das ein Festival oder ist das ein Konzert, das zu uns passt? Wollen wir das spielen oder eher nicht? Und sind von ihrem Understatement-Faktor ja her auch eher so, dass sie sagen, okay, wir spielen lieber, klingt ein bisschen blöd, aber wir spielen lieber einen Gig weniger oder zu wenig als einen zu viel, um die Nummer halt nicht zu übersättigen. Und ich glaube, das trägt halt zu diesem Status, so ein bisschen everybody's darling zu sein, trägt das halt bei, wo ein Okkult Black Metaller genauso viel damit anfangen kann, wie halt irgend so ein Black Deffy und irgendeinen verschrobenen Heavy-Menschen kriegst du damit wahrscheinlich auch noch. Und das ist halt diese ganze riesen Bandbreite, die halt abdecken, ohne dabei, naja, diese Spirale, die sie halt beschreiten, die du beschrieben hast, halt irgendwo zu verlassen, sondern einfach nur konstant halt drauf zu bleiben, ihren Schuh weiterzufahren und aufzubauen, ohne sich halt zu krass dabei zu wiederholen. Das ist schon beeindruckend. Ja. Ja. Und damit sind wir durch für heute. Was für eine schöne Sendung. Wir haben es eilig, ich zumindest für meinen Teil. Ich habe es schon. Das war's schon. Das war die letzte Band für heute, Tobias. Nächste Woche ist Tobias nicht da. Der drückt sich auf dem Rockharz Open Air rum. Wer möchte, darf ihn dann gerne dort auf ein Bier und eine Portion Fritten einladen. Jemand die schwitzige Hand irgendwie drücken. Ich werde dann alleine hier sitzen und werden PSOA FAQ vom Stapel lassen. Das war das erste Mal, dass wir so eine Prognose gemacht haben. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Geht mal angeln. Oder im Garten. Macht was. Oder halt auch nicht. Weiß ich nicht. Ciao.